Gerhard Richter ist einer der bedeutendsten Künstler unserer Zeit. Wir besuchen die Ausstellung des Malers in der Fondation Bayerler. Unter dem Titel Bilder, Serien stehen zum ersten Mal Gerhard Richters Bildzyklen im Zentrum einer Ausstellungskonzeption. Oft fühlt sich der Zuschauer ratlos, wenn er mit abstrakter Malerei konfrontiert wird. Wie soll man als Betrachter diese Kunst interpretieren? Braucht es dazu Experten wie Michiko Kono, die einem sagen, was richtig und was falsch ist? Es gibt kein falsches oder richtiges Interpretieren. Es ist eine rein persönliche Sache. Das passiert zwischen dem Werk und dem Betrachter. Entweder es spricht den Betrachter an oder es spricht ihn nicht an. Es ist eine rein subjektive Auffassung. Nichtsdestotrotz ist gerade bei einem Künstler wie Gerhard Richter auch technische Realisierung des Kunstwerkes ein wichtiger Aspekt, der das Verständnis seiner Kunst gewissermaßen erleichtert. Wenn Sie sagen, die technische Realisierung, was meinen Sie damit? Gerhard Richter arbeitet sowohl mit figurativen Motiven als auch mit Abstraktion. Und gerade bei der figurativen Malerei ist es sicherlich einfacher, auch für einen Betrachter, der sich nicht intensiv mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzt, etwas zu sehen, etwas zu empfinden. Und darum geht es ja bei Kunst. Der Zyklus Verkündigung nach Tizian, den Richter 1973 vollendet hat, ist sowohl abstrakt als auch figurativ. Wie erklärt die Kuratorin dem Zuschauer, der selten mit zeitgenössischer Kunst in Berührung kommt, diese beiden Vorgehensweisen von Gerhard Richter? Ausschlaggebend war ein Besuch von Gerhard Richter in der Scuola Grande di San Rocco in Venedig, wo er das Werk von Tizian, die Verkündigung von Tizian gesehen hatte. Und er war so beeindruckt von dieser Malerei, dass er, wie er sagt, das Werk für sich haben wollte, eine Kopie davon erstellen wollte. Und das Ergebnis ist dieser fünfteilige Zyklus, wo das erste Werk tatsächlich erkennbar ist, also wo man die kniende, in sich versunkene Maria sieht, den Engel, der ihr etwas verkündet, wo die Details gut erkennbar sind, und nach bewegt man sich dann immer mehr in die Abstraktion. Also dieses Motiv hat Gerhard Richter dann mit einem breiten Pinsel übermalt und quasi unkennbar gemacht. Und das letzte Werk oder das, was man als letzter Endpunkt dieses Zyklus betrachten kann, das ist ein komplett abstraktes Bild, wo das ursprüngliche Motiv nicht erkennbar ist. Der Oktoberzyklus von 1988 ist die Werkgruppe Richters, welche immer noch starke Emotionen hervorruft und viel zu reden gibt. Darin befasst er sich mit der terroristischen Vereinigung der Roten Armee-Fraktion. Der Zyklus ist nach Presse- und Polizeifotos entstanden. Die Bilder tragen Titel wie Erschossener, Erhängte und Tote. Wie sind die Reaktionen auf Richters Darstellung von deutscher Geschichte? Einerseits, glaube ich, ist immer noch eine Art von Unverständnis da. Wie konnte nur ein Maler dieser Bedeutung einer Terroristengruppe, der RAF, einen ganzen Zyklus widmen? Und gleichzeitig ermöglicht dieser Dialog auch das Verständnis der Leute zu vertiefen. Also es geht Gerhard Richter bei diesem Werkzyklus in keiner Weise darum, eine politische Ansicht zu verteidigen. Das Einzige, worum es ihm geht bei diesem Zyklus, ist die Trauer, die Fassungslosigkeit, dem menschlichen Verhalten gegenüber, das bewirkt, dass man für seine Ideen so weit geht, dass man mit dem Tod das Ganze beendet. Was sind Ihre Favoriten dieser Ausstellung? Welches ist Ihr Lieblingsbild? Es gibt ein kleines Werk, das einen Zaun darstellt. Es ist wie eine Art Quintessenz von dem, was Gerhard Richter macht. Es ist am Rande zwischen Figuration und Abstraktion. Er hat als Vorlage ein Foto verwendet, das er selber geschossen hat in seiner Nachbarschaft in Köln. Charakteristisch auch für seine Malerei sind diese Verwischungen, also wo er die Konturen ganz unscharf erscheinen lässt. Und all das ist in diesem kleinen Werk vorhanden und deswegen finde ich es ganz besonders beeindruckend.